Hallo zusammen und hallo! Heute möchte ich euch gerne ein Tutorial vorstellen, wo es darum geht, dass ihr Zöpfe stricken könnt ohne Zopfnadeln. Denn das geht schneller und ist einfacher. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Als erstes zeige ich dir, wie man einen rechtsgerichteten Zopf strickt. In meinem Beispiel besteht der Zopf aus 4 Maschen, das heißt 2 und 2 Maschen werden miteinander vertauscht. Beim rechtsgerichteten Zopf werden die erste Hälfte des Zopfes nach hinten gelegt, sodass die zweite Hälfte vorne drüber geht. Deshalb hebe ich nun die erste Hälfte, also das heißt die ersten 2 Maschen, mit dem Garn vor der Nadel ab, wie wenn man würde eine linke Masche stricken. Dann stricke ich die zweite Hälfte des Zopfes und habe nun einen Querfaden über die abgehobenen Maschen. Das heißt, ich muss sie von hinten aufnehmen. Und zwar mit der linken Nadel steche ich in die dritte und in die vierte Masche, das heißt in die abgehobenen Maschen rein. Ich schaue, dass auf diesem Faden keine Spannung drauf ist und ziehe die rechte Nadel aus den ersten 4 Maschen raus und hebe sogleich wieder die erste und die zweite auf. Und nun siehst du, ich habe schon einen rechtsgerichteten Zopf. Ich stricke noch die 2 Maschen ab und so habe ich einen rechtsgerichteten Zopf. Im Gegenzug dazu zeige ich dir, wie man einen linksgerichteten Zopf strickt. Das heißt, die erste Hälfte wird über der zweiten Hälfte der Maschen gestrickt. Das heißt, die erste Hälfte der Maschen des Zopfes, also das heißt in meinem Fall sind es 2 Maschen, hebe ich ab mit dem Faden hinter der Arbeit. Dann stricke ich die zweite Hälfte des Zopfs. Das sieht dann so aus, man sieht den Querfaden kaum, weil ich gut den Faden angezogen habe. Ich führe die linke Nadel durch die dritte und vierte Masche auf der rechten Nadel, schaue, dass wieder keine Spannung hier ist und ziehe die rechte Nadel raus, so dass ich die erste und die zweite wieder aufnehmen kann. Und dann stricke ich die aufgenommenen Maschen rechts ab und so habe ich einen links gerichteten Zopf. Dann habe ich einen kleinen Tipp, wie man Zöpfe, also 1 und 1 Zöpfe, auf die einfache Weise strickt, ohne Zopfnadel und ohne Abheben. Das ist nämlich möglich. Aber das geht nur, wenn du einerseits spitzige Nadeln hast und andererseits ein Zopf aus maximal 2 Maschen besteht. Zuerst zeige ich dir, wie ein rechtsgerichteter 1 und 1 Zopf geht. Und zwar strickst du rechts in die zweite Masche der linken Nadel. Das ist ein bisschen knifflig. Und dann strickst du die erste Masche auf der linken Nadel. Und erst dann hebst du beide Maschen ab. Und so habe ich einen rechtsgerichteten Zopf gestrickt. Wie das Ganze nach links gerichtet ausschaut, zeige ich dir gleich. Dieser Teil des Zopfes ist vorne und die zweite Masche ist hinten. Hier ist ein bisschen speziell, ich stricke zuerst die zweite Masche, aber von hinten. Und von hinten heißt das, ich stricke die Masche verschränkt ab. Das macht in diesem Fall nicht so viel aus, weil man das Verschränkte nicht sieht im Zopf. Und ich stricke dann die erste Masche ab und hebe beide Maschen von der linken Nadel ab und habe so
einen links gerichteten Zopf. Und so sieht es dann aus, wenn ich am Ende der Reihe bin. So, das war's für heute. Ich hoffe, dir hat mein Tutorial zum Zöpfestricken ohne Zopfnadeln gefallen. Wenn ja, dann abonniere doch meinen YouTube-Kanal und folge mir auf Instagram. Und ich wünsche dir einen schönen Tag. Tschüss!